So, hey Leute, zurück im Königreich Myrtanas. Was ich jetzt mache, sollte eben klar sein. Ich habe es oft genug erwähnt. Wir gehen ins neue Lager. Ich werde bei Lee die Zweihandwaffen lernen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es das möglich ist und Lee mich auch in sein Lager quasi reinlässt. Ich glaube aber, das funktioniert. Das ist eigentlich nur so im alten Lager, dass man da halt in bestimmte Areale nicht rein darf. Hier sollte das gehen. Ich meine, wirbt das Lager ja mit seiner Freiheit und so. Ja, dann, Moment, wie viele Lernpunkte haben wir? 20. Das müsste ausreichen, dass wir Zweihänder Level 1 werden. Und dann lohnt sich das auch schon, den Zweihänder auszurüsten. Und endlich kann ich die fucking Königsklinge benutzen. Das sind, Moment mal, jetzt muss ich noch einmal nachgucken. Jo, 32 Schaden mehr. Fast eine Verdopplung, fast. Sagen wir mal 80%. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet. So. Lee war. Ich muss mal überlegen. Ich glaube, da hinten, wo Torloff und so waren. Da muss man hoch. Hey, Freunde, kennt ihr mich noch? Kennt ihr mich noch? Ach, stört sie nicht. Mist. Normalerweise sollten sie Angst bekommen, aber vielleicht sind sie zu müde. Keine Ahnung. Ach ja, wir werden uns in unserer Hütte, die wir hier, durch einen ehrlichen Wettkampf. Was Hey, ich zum. habe gehört, du hast die Crawler in der Mine ganz schön aufgemischt. Lee ist bestimmt bereit, dich als Söldner aufzunehmen. Sprich doch einfach mal mit ihm. Oh, cool. Pass auf deinen Rücken auf. Ja, hat sich rumgesprochen, dass ich ein Held bin. Dann hat sich das Problem ja doch geklärt. Also, wir können dann auf jeden Fall zu Lee und zwar hinterlernen. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, das hätten wir auch schon vorher machen können, wenn ich nur mich erinnert hätte, dass das bei Lee geht und nicht bei Kord. Warum steht er auch da oben und trainiert mit den Leuten? Das ist verwirrend. Naja, wir wollen Lee nicht in der Nacht belästigen. Obwohl es im Prinzip egal ist in diesem Spiel. Aber ich mag es, wenn es heller ist. Obwohl dieser Fackelschein ist ja schon romantisch, oder Leute? Ja, ne? Ziemlich romantisch. Platz für Romantik muss sein. Aber ich mag es lieber am Tag. Geh schlafen. So. Komm, 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 komm. Wir möchten nicht so viel Zeit im Bett. Ach Gott, jetzt finde ich den Ausgang nicht. So. Wir wollen nicht so viel Zeit im Bett verplempern, deshalb. Hoch mit den müden Knochen. Guckt euch diese Axt an, die er hat. Sowas will ich. Das sieht einfach super aus. Besser noch als ein Schwert. Wenn es mir Schaden hat, dann. Du weißt, wo du hier hinkommst? Wohin? Hier geht es zu Lee, unserem Anführer. Dann will ich dahin. Ja, das war nicht besonders schlimm. Geh davon einfach durch. Er ist nicht so. So eine kleine Memme wie. Gomez. Moment, Ulrich, was hast du mir zu sagen? Gar nichts, eigentlich. Also, Lee? Auch, du hast auch eine schicke Axt. Bäm, bäm. Du bist der Chef der Söldner, richtig? Das ist richtig, mein Junge. Was sind die Aufgaben eines Söldners der Magier? Ganz einfach. Beschütze das Erz, beschütze die Magier. Manchmal haben die Magier aber auch eine besondere Aufgabe für einen von uns. Die bekomme ich bestimmt, oder? Ich will ein Söldner der Magier werden. Bin ich jetzt soweit? Ich gebe dir eine Chance. Was meinst du? Ja, die nehme ich doch an. Ich will Söldner werden. Eine gute Entscheidung. Du wirst sie nicht bereuen. Bessere Rüstung, Sag mir Leute. eins, warum hast du dich uns angeschlossen und nicht dem alten Lager oder der Bruderschaft? Schön, dass du nachfragst. Ich wollte von Anfang an die Ich Freiheit. wollte von Anfang an die Freiheit. Wir werden uns unsere Freiheit zurückholen. Willkommen, Söldner. Uhu, eine neue Rüstung. Yes. Noch sieht sie nicht so unfassbar stylisch aus, aber wir sehen hier Schutz vor Waffen 30, hier schon 45. Zack, 15 mehr. Und Schutz vor Feuer 5 mehr. Alles klar, dann haben wir jetzt Schutz vor Waffen 60. Wir werden unbesiegbar so langsam. Unbesiegbar. Okay, Lee, bring mir die Zweihandwaffe Hallo. bitte bei. Nein! Nein, 30 Lernpunkte. Kannst du mir. Ich kann dir helfen. Okay, Stärke und Geschick. Ah, oh, nein! Oh, meine Pläne immer zunichte gemacht. Aber
guck mal, ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Außerdem sind sie nicht ganz billig. Hey, ich bin super reich. Schwere Rüstung. Die holen wir uns. Wir haben genug Erz. Gib mir die schwere Rüstung. Gib mir die schwere Rüstung. Du bist noch nicht so weit, die schwere Rüstung zu tragen. Komm wieder, wenn du erfahrener geworden bist. Okay, jetzt haben wir irgendwie die Stimme von Lee, oder? Kleiner Bug. Ach, verdammt. Ah, okay, die mittelschwere werde ich mir nicht holen. Geldverschwendung. Ich werde mir erst die schwere holen und dann haben wir eine ziemlich gute Rüstung erstmal. Aber, Moment, wie viel... Oh, gut, wir brauchen nicht viele Lernpunkte. 470, Erfahrung meine ich. Das heißt, wir werden einfach mal ein bisschen rumkämpfen hier. Was finden wir? Irgendwas müssen wir doch finden. Oder wir geben Balisidro sein Kraut, dann verlieren wir allerdings 400 Erz, oder? Wie viel haben wir? Ja, wir haben eigentlich sehr, sehr viel. Aber nee, das behalte ich. Ja, mit wem können wir uns denn jetzt anlegen? Wir legen uns einfach mal hier mit den Rausschmeißern an. Ich glaube, dass wir bekommen dadurch keinen Ärger hier. What? Oh Gott, was ein Sprung. Na komm, wir legen uns einfach mal mit denen an. Die Waffe weg! Der hat genug. Ein Kampf. Du auch. Er hat ihn fertig gemacht. So. Schon wieder ein bisschen Erfahrung bekommen. So einfach geht's. Rauben wir die Leute mal aus. Tränke. Klarer Sieger, würde ich sagen. Tränke, schon allein deswegen. Lohnt es sich. Die Leute... zu besiegen. Zwei Dietriche, zwei Tränke, wunderbar. Alles, was mein Herz begehrt. Hast du mal Glück gehabt, den Bogen darfst du behalten. Du wirst wenig Zeit haben, was machen wir jetzt? Jetzt besiegen wir noch Balisidro. Es gibt kein Problem. Der hat gesessen. So. Er hat nichts. Die verwitterte Axt ist kaum was wert. Jetzt werden wir noch Cypher besiegen. Komm, kloppen wir uns einfach mal ein bisschen in unser eigenes Lager. Der hat gesessen. So, jetzt du noch. Der hat genug. Zack. Und gestiegen. So einfach geht's. Einfach ein bisschen. Ein paar Kämpfe anzetteln. So, gib mir die Tränke. Das wird dir noch leid tun. Oh, der ist auch viel wert. Nehmen wir mal alles. Gib mir einfach alles, was du hast. Was soll's. Du auch nochmal. Ach, der ist wach geworden. Glück gehabt. Der behält seine Waffen. Das wird dir noch leid okay. tun. Okay. Halt. Du kennst die Regeln. Nur das Schürfer und Banditen. Willst du mich aufhalten? Nein, geh nur. Ich wollte doch schon sagen, oder? Du willst mir doch jetzt nicht noch in die Quere kommen, nachdem ich dich schon verdroschen habe. Wer bist du? Einfach nur ein Bandit? Können wir auch noch verprügeln, aber müssen wir nicht. Lernpunkte 30. Aber bin ich froh, dass uns nicht mehr so viele gefehlt haben. Glück gehabt. So, das bedeutet, jetzt werden wir Einhänder werden. Oh, das ist ja teuer, meine Güte. 30 Lernpunkte. Ich dachte, einiges jetzt an Stärke flöten, was ich investieren könnte. Aber was soll's. Viel mehr Schaden jetzt dadurch eigentlich. Blub, blub, blub. Obwohl, wenn man das berechnen würde, ne? Wenn wir das in Stärke tun, also wenn das jetzt wirklich Schaden plus Stärke ist, würden wir ja 30 mehr bekommen. Ach nee, die Stärke... Nee, die Stärke haben wir nicht. Das heißt, ich rechne mal kurz zusammen. 42 plus dann 90, 132 und so hätten wir dann 60 plus 74. Ja, ist ein bisschen weniger dann. 134, wenn ich jetzt nicht berechnet habe. Naja, das ist ja... Wir machen das. Lee. Hallo. Ich will Einhänder lernen. Ich möchte den Umgang mit Zweihändern lernen. Nun, dann gehen wir zuerst die Grundbegriffe durch. Halte das Schwert waagerecht. Um den Gegner mit einer großen Waffe anzugreifen, brauchst du viel Schwung. Hole mit der Waffe aus und schlage am besten direkt von oben. Meistens reicht das aus, um den Gegner zu Boden zu strecken. Okay. Nutze den Schwung, wenn die Waffe unten ist, um direkt wieder nach oben zu schlagen. Seitliche Schläge lassen sich ausgezeichnet mit einem Zweihänder koordinieren. Damit hältst du dir die Gegner vom Hals. Das sollte erst einmal reichen. Übe das. Okay, so einfach geht's. Und danach brauchen wir nochmal 40 Lernpunkte. Warten wir dann, bis wir die haben. Wahrscheinlich, oder? So, und jetzt nehmen wir die Königsklinge. Königsklinge, zack. Oh, man hält die genauso wie ein Anfänger. Okay, das heißt, die Leute waren doch
Okay, und 2, 3. Früher. Und so können wir noch machen. Größere Reichweite. 1, 2, 3. Sehr gut. Ich höre nicht mehr auf das. Damit sind wir jetzt schon unfassbar gut ausgestattet. Speichern wir mal ab. So, und jetzt müssen wir einfach nur ins Sumpflager und unsere Mission beenden. Das ist heftig, oder? Wie schnell man stark wird hier in dem Spiel. Und wir sind erstmal im zweiten Kapitel, wohlgemerkt. Also ein bisschen zu leicht, das Ganze hier. Mit der Stärke und den Waffen. Wobei, vielleicht ist das auch gar nicht so leicht und ich bin einfach nur zu gut. Wer weiß. Aber wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ich meine, man kann sich als Anfänger natürlich vertun und ein bisschen in Geschick tun und so. Und dann schon ist man schlechter. Ja, so kann es gehen. Aber mit ein bisschen Erfahrung. Mein Geschick braucht man nicht. Eigentlich unnötig, Bogen und Armbrust zu lernen. Finde ich zumindest. Mit Schwertern und Magie schaffen wir es besser. Jetzt wartet wieder ein kleiner Weg auf uns. Hey Leute, guckt mal meine neue Rüstung, mein Schwert. Wisst ihr noch, als ihr euch mit mir angelegt habt? Wisst ihr das noch? Ja, die guten alten Zeiten, was? Blappa. So, jetzt haben wir mehr Schaden und mehr Schutz. Ob wir uns wohl schon mit Orks anlegen könnten jetzt? Ich weiß es gar nicht. Könnte gut sein, oder? Schade nur, dass er die Waffe immer noch so hält wie ein Anfänger. Man kann Zweihand-Anfänger und... ja, wie sagt man, Fortgeschrittene nicht unterscheiden eigentlich. Zumindest nicht gut. Ich glaube, die Animation ist gleich, die... ja. So, wenn man hier hochgeht, geht's ins Ork-Gebiet. Da müssen wir aber noch nicht hin. Obwohl ich mich ja gerne mit Orks anlegen würde. Aber egal. So, wir sind... wir müssen ganz ans Ende der anderen Map. Ja. Oh, no. Eine Blutfliege. Also, wenn wir dafür jetzt nicht nur einen Schlag brauchen, dann bin ich aber richtig sauer. Obwohl, nee, einen Schlag brauchen wir auch schon vorher, oder? Ja, wir sind sehr stark. Ich hoffe, das Schwert ist nicht sehr schwer, weil der hält die Klinge mit der linken Hand. Aua. Schneidet doch ins Fleisch. So, haben wir noch andere Gegner hier, die Scavenger. Lohnt sich kaum noch, die zu attackieren eigentlich für die 50 Erfahrung, aber ich mach's trotzdem. Einfach nur, weil ich's kann. Oh, man kann... genau, weiterer Nachteil. Man kann nicht im Sprint angreifen. Das konnte man mit Einhändern. Dass man dann zack so einen Schlag macht, kann man mit Zweihänder nicht. Schade. Oder vielleicht nur als Meister. Keine Ahnung. Goblin. Ich sage, ein Schlag. Wetten werden angenommen. Ha! Sogar weniger Erfahrung als eine Blutfliege. Okay. Ich dachte jetzt eigentlich, die wären schlimmer, weil die einen so umkreisen. Ich finde sie eigentlich schwieriger als Blutfliegen. Vielleicht sind sie ein bisschen schwächer, ich weiß nicht. Aber die sind echt wendig. Diese kleinen Biester. So, Moment mal. Können wir eigentlich bei dir ein paar Sachen verkaufen? Aidan, Aiden? Nein, bei ihm können wir nur lernen, Tiere auszuschlachten. Schade. Naja. So, wir müssen jetzt gleich links, oder? Ja, links. Ich freue mich schon auf meine nächste Begegnung mit einem Ork. Ich glaube, mit so leichten, also mit Ork-Speeren, könnte ich mich schon anlegen, oder? Ich glaube schon. Vielleicht auch mit Kriegern. Mit den ganz schweren wahrscheinlich noch nicht. Aber auf jeden Fall so mit den ersten, die man da so hinter der Pforte zum Ork-Gebiet erkennt. Kavalorn. Du hast nie viel Geld eigentlich, oder? Meistens sind nur so ein paar Zehner. Wie viel hast du? Lass mal sehen. Zeig mir deine Ware. Oh, es flackert nicht. Wie schön. Oh, ich nehme alles zurück. 800. Dann verkaufen wir doch mal... ein paar kleine Waffen. Hier, die wir nicht brauchen. So. Und ein paar bisschen Gerümpel. Zum Beispiel. Die Zangen. Hier die Krallen. Das hier. Das hier. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht über den Wert komme. Ich will dem guten Mann ja auch nichts schenken, ne? So, die können wir bei Kalom auch abgeben, die Zangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das mehr bringt. Deswegen behalte ich die erstmal. Vielleicht gibt das dann mehr. Okay. 788 Hertz. Das ist doch wieder was. Na, stinkereich werden wir.
Also sobald wir uns die schwere Rüstung holen können, dann werden wir direkt zuschlagen, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, was man machen muss, um die schwere Söldnerrüstung zu bekommen. Also klar, man muss ein bisschen fortschreiten, aber ich weiß jetzt nicht, wie weit. Mal sehen, wahrscheinlich müssen wir nur die Sache mit der Sekte erledigen. Och, mach doch schneller. Wie dauert das? Und das wird dann wahrscheinlich schon reichen, nehme ich an, oder? Ich habe einfach keine Ahnung. So. Und wieder um einiges reicher. Wie er mich angestarrt hat mit dem offenen Mund. Was ist das denn? Nebel? Ah, da hinten waren noch die Orks, aber nee. Ich will jetzt nicht so einen Umweg nehmen. Nur wegen so einem blöden Ork. Oder zwei. Noch einen Gegner. Bäm. Also auf zum Sumpflager. Ob die eigentlich die Wachen da vorne rechts ersetzt haben, die durch den Ork gestorben sind, den ich aus Versehen, natürlich ganz aus Versehen, dahin gelotst habe. Schauen wir mal nach. Einmal nur kurz um die Ecke blinzeln. Moment. Nö, unbewacht. Sehr gut, altes Lager. Ihr habt es echt drauf. Manche Pforten setzt ihr nur eine Person, wie Pacho. Und wenn denen was passiert, ersetzt er die noch nicht mal. Ja, man kann sich echt geschützt fühlen hier. Ihr seid die Besten. Idioten. So, was ist jetzt der schnellste Weg? Geradeaus oder rechts? Nee, geradeaus geht's quasi fast schon wieder ins neue Lager. Oh, ich glaube, ich bin voll den Umweg gelaufen. Kann das sein? Nö, nicht besonders, oder? Ich sag jetzt einfach mal, viel besser kann man nicht sein. Moment! Sollen wir Bloodwind verprügeln und ganz schnell abhauen? Ach nee. Das Problem ist, dass da einfach zu viele Gardisten sind und die dann mit Armbrüsten auf uns schießen und Schutz vor Pfeilen oder Geschossen, haben wir nur 5. Das ist da nämlich immer die Sache. Ihr wolltet mich doch auch mal verprügeln, ne? Überlegt euch das lieber zweimal. Ich fühle mich so mächtig. Schutz vor Waffen 60. Was kann uns eigentlich noch passieren? Nix. Okay, ich nehme die Klappe nicht zu voll. Ich habe eine super mega Idee. Erinnert ihr euch noch an den Part, wo ich so mega Angst vor den Sumpffallen hatte? Vielleicht sind wir jetzt stark genug. Und können einen einen Sumpfhai besiegen. Das wäre echt klasse. Das wird mein Ego super aufbauen. Weil ich vorher ja so wegrennen musste und mich gefühlt habe wie ein kleines Mädchen. Ich brauche etwas fürs Ego. So, kriegen wir dich mit einem Schlag? Das wäre so... Wow. Ah, sogar Varane mittlerweile mit einem Schlag. Also vor vielen Sachen brauchen wir uns nicht mehr fürchten. Ich frage mich, ob wir uns mit dem Schattenläufer auch anlegen können. Löcker. Den machen wir auf jeden Fall auch noch fertig. Beide. Wir können ruhig gegen beide kämpfen. Okay, die machen wir noch nicht mit einem Schlag fertig. Aber wir verlieren dafür auch kaum was, wenn die uns angreifen. Na komm, nicht ausweichen. So. Die da hinten lasse ich erstmal noch in Ruhe. Die hole ich mir bei Gelegenheit mal. Ich will jetzt nicht die ganzen Umwege. So, wir wurden 2-3 Mal erwischt. Und wie viel haben wir verloren? 2 Leben. Wir verlieren nur noch ein Leben pro Schlag vom Lurker. Das ist so heftig, oder? Das ist das niedrigste, was man verlieren kann. Ich glaube, 0 kann man nicht verlieren, auch wenn der Gegner sehr schwach ist. Ich glaube, 1. Ein Leben verliert man immer. War das so? Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, es war so. So, Wolfe, auch nur noch ein Schlag. So, das wird ja... Wird ja leicht hier. Wir stolzieren hier durch schon. Zweites Kapitel. Okay, vielleicht kurz vor Ende des zweiten Kapitels schon. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber... Wir sind schon mit die stärksten Krieger hier. So. Aha. Dachtest du, du kommst nie, oder? Oh, hier sind auch so viele Gegner. Man wird ja gar nicht fertig. Aber man hat gesehen, dass sich das lohnt, kleine Erfahrung zu sammeln. Hat uns vorhin den Zweihänder beschert. Moment, Urkunde. Oh, das wäre jetzt natürlich... Ungefähr doppelt so stark wie Wölfe, wenn nicht sogar noch mehr. Legen wir uns mal mit einem an. Aber nicht mit zweien.
Ach, es kommen doch zwei. Na, mal sehen, wie es wird. Ich bin schon mal bereit. Steuerung gedrückt halten. Na komm. Na komm. Gut, 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 gut. Oh, Gott. Oh, Gott. Fuck you. Oh, nein. Das ist schwierig. Die attackieren so schnell. Und sie weichen auch noch gut aus. Also so von Rüstung und Stärke. Kein Ding. So. Aber die Viecher sind ja anstrengend. Nervig. Und nur 120 Erfahrung dafür. Eigentlich echt blöd. Ach komm, wir rotten die aus. Wir müssen nur dafür sorgen, dass uns nur einer von diesen... Oh, der kommt schon direkt. Was ein Scheiß. Blocken und Attacke. Na komm, halt mir die mal auf Entfernung. Na, der andere kommt auch. Was ein Scheiß. Nicht sterben, nicht sterben. Okay, wir hauen ab, wir hauen ab. Verdammt. Oh, ich nehme mir meinen Mund immer zu voll. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen peinlich. So, wenn wir jetzt wenigstens im Rennen angreifen könnten, dann... Na, oh, fuck. Ein bisschen schneller. Schneller rennen. Ein bisschen springen. Das hilft dann wieder. Ein bisschen. So. Und sie haben von uns abgelassen. Sehr gut. Die holen wir uns noch. Verspreche ich euch. Aber erstmal, wenn wir ins Sumpflager gehen, mich nochmal schlafen legen. Ich weiß, dass ich wenig Leben habe. Aber jetzt Tränke zu nehmen wäre einfach nur Verschwendung. Hopp. Nein. Oh, ich möchte hier nicht runter. Oh, ich spiele aber auch mit dem Feuer hier. Oh, shit. Oh, shit. Warum lasse ich es eigentlich nicht? Ich könnte sterben. Ich muss es immer auf die harte Tour lernen. Geschafft. Nicht gestorben. Ha! Klasse. Das wollte ich einmal machen. Hier runterspringen. So, gehen wir hier in Lesters Hütte. Und schlafen uns einmal gut aus. Hey, du! Da ist das Bett. Sogar eins, das nicht auf dem Boden liegt. Klasse. So. Wenn du meinst. So, hey, so, so. Du. Hey, du! Du hast mich angesprochen, oder? Jetzt darf ich mit dir reden. Ausgetrickst. Eure Regeln. Okay. Korkalom, das war hier rechts. Eigentlich habe ich keine Ahnung, genau. Doch, und dann da, genau. Genau, 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 genau. Hier war der Platz. Ich höre nicht mehr auf. Und wenn wir Glück haben, im nächsten Kapitel gibt es wieder neue Ringe, Rüstungen, also Ringe für Rüstung. Und neue Waffen, obwohl die neue Waffen, ich glaube wirklich nicht, dass wir im nächsten Kapitel auf eine bessere Waffe stoßen, als die, die wir haben. Ich guck mal natürlich immer nach bei den Händlern, aber ich glaube einfach nicht dran. Unsere Waffe ist einfach zu gut. Okay, wir geben Kalom die Sachen schnell. Hey, Kor. Was willst du? Ich habe jetzt wahrscheinlich mehr geleistet als alle eure Templer zusammen, oder? Erstmal die Crawler-Zang verkaufen. Ich habe Crawler-Zang für dich. Was kriege ich dafür? Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Na gut, ist okay. Hier. Wir haben die Eier. Ich habe Eier einer Crawler-Königin gefunden. Wir mussten nur drei abgeben. Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Die Eier ihrer Königin enthalten also das starke Sekret. Ausgezeichnet. Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht. Was ist mit der Belohnung? Ja, genau. Ah, ja, richtig. Danke. Nee, so kommst du mir nicht davon. Ich meine eine handfeste Belohnung. Na gut, na gut. Was willst du? Mana-Trank. Eine Waffe, eine Rune. Was für einen Mana-Trank bekomme ich denn? Einen, der mehr Mana gibt oder einen, der nur auffüllt? Wahrscheinlich nur auffüllt. Was für eine Rune? Ich nehme mal eine Rune, aber wahrscheinlich bekommen wir dann nur Licht oder so, ne? Eine Rune. Möge diese Rune hier deinen Weg erleuchten. Verdammt. Kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen? Nein, es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Heißt das, es war vergebens, die Eier zu holen?
Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Koristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Oh mein Gott. Ich hatte Talas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen, aber er wurde überfallen. Das gibt's ja nicht. Er hat mich enttäuscht, aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Mhm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Oh, war klar, dass wir wieder helfen müssen, oder? So. Was ist für mich drin? Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit bewiesen? Ich bin nicht in eurem Lager, ich helfe euch so, ja? Du wirst angemessen entlohnt werden. Hoffe ich doch. Okay. Wir sehen uns. Okay. Bla bla bla. Okay, das bedeutet, Leute, wir werden Talas suchen, der den Almanach verschleudert hat. Und dann geht's weiter mit der Anrufung des Schläfers. Ich bin schon gespannt, was passiert. Also Leute, haut rein, man sieht sich.